Zwei polnische Jugendliche machten aus einem Flohmarktstand mit Spielkopien ein Vertriebsimperium, das sich gegen Digital Rights Management einsetzt und mit einem 800-Mitarbeiter-Stamm einige der aufwendigsten Videospiele unserer heutigen Zeit produziert. Aber wusstet ihr, dass CD Projekts The Witcher nicht das erste Witcher-Videospiel war? Dass es beinahe ein Warhammer-Action-Rollenspiel geworden wäre? Geralt gar nicht als Spielfigur vorgesehen war oder sich in Witcher 3 der wilden Jagd anschließen sollte? Nein? Dann verfolgt nun die Geschichte von CD Projekt Red. Deutschen kommt beim Gedanken an Polen vermutlich als erstes gestohlen in den Sinn. Zahlreiche Polenwitze legen es nahe. So ist es wenig verwunderlich, dass auch die Geschichte von CD Projekt mit etwas derartigem beginnt. In der Nachkriegszeit des gespaltenen Deutschlands war es den meisten Polen nicht möglich, jenseits der Grenzen der DDR zu reisen und somit in den Genuss von westlichen Computern und deren Spielen zu gelangen. Marcin Iwiński hatte das Glück, dass sein Vater Produzent von Dokumentarfilmen war und dadurch problemlos in den Westen reisen durfte. Auf diese Weise kam Marcin schon in jungen Jahren in den Besitz eines Sinclair ZX Spectrums. Ihm gierte es nach Spielen, aber es mangelte an polnischen Computerspielgeschäften. Gleichzeitig gab es deshalb in Polen jedoch auch keine Gesetze, die das Kopieren von Computerspielen unter Strafe stellten. Deshalb wechselten an den Wochenenden auf Flohmärkten Spielkopien für ein paar Slotti den Besitzer. An einem anderen ZX80 fand Marcin dort die Adresse eines Griechen, dem er im gebrochenen Englisch einen Brief schrieb. Marcin bat den ehemaligen Besitzer, ihm so viele Spiele wie möglich auf eine Kassette zu kopieren. Der Grieche kam dem tatsächlich nach und Marcin erhielt Imagine Softwares Target Renegade und einige weitere Spiele, die ihn am folgenden Wochenende auf dem Flohmarkt zum Superstar machten. Selbiger Erfolg war Marcin jedoch nicht bei seinem Computerkurs an der Hochschule vergönnt. Er fiel durch und landete so stattdessen in einem Kurs für mathematische Physik neben Michal Kisinski. Michal verkaufte genau wie Marcin ebenfalls Spiele, nur für die damalige Atari 400er und 800er Reihe. Die beiden freundeten sich an und begannen gemeinsam Disketten auf Flohmärkten und aus ihrem Auto heraus zu verkaufen. Bis eines Tages die CD-ROM erschien und den Markt durch die schiere Datenmenge revolutionierte. Derart fasziniert von dem neuen Medium gründete das Duo 1994 mit umgerechnet gut 3000 D-Mark eine eigene Firma, die sie CD Projekt nannten. Sie begannen vom Wohnzimmer aus CD-ROM-Software aus den USA zu importieren und in Polen zu vertreiben, was kurze Zeit später zum ersten offiziellen Vertrag mit American Laser Games führte. Weitere Vertriebsrechte für Spiele von Acclaim, Blizzard, Bluebyte, Interplay und Psygnosis folgten. 1996 brachte ihre Firma die ersten Spiele mit polnischen Verpackungen und Handbüchern heraus. Was heutzutage normal oder schon wieder überholt klingt, war damals ein Riesenschritt. Mit dem Erscheinen von BioWares erstem Rollenspiel Baldur's Gate führte das 1999 zur ersten polnischen Übersetzung und Synchronisierung eines Computerspiels. Es kostete sie 33.000 Euro an Lizenzgebühren und nochmal fast genauso viel für die Übersetzung. Mit 30 Euro war es fast doppelt so teuer wie die Spiele, die CD Projekt normalerweise anbot. Aber Baldur's Gate umfasste auch 5 CDs. Wodurch selbst die Raubkopien auf den Flohmärkten nicht für unter 15 Euro zu haben waren. In den 3 Monaten vor der Veröffentlichung stiegen die Vorbestellungen bereits von 5.000 auf 8.000 Exemplare. Das Duo musste sogar ein extra Lagerhaus anmieten und verkaufte am ersten Tag stolze 18.000 Exemplare, womit bewiesen war, dass die polnische Bevölkerung durchaus gewillt war, für qualitativ hochwertige Spiele zu zahlen. Dieser Durchbruch sicherte dem CD Projekt Team weitere Rechte für Diablo 2 sowie Baldur's Gate 2 und ließ sie zusätzlich zum polnischen Vertrieb für Atari, Cryo, Konami, Microsoft, Sega, Ubisoft und viele mehr werden. Doch es war erneut Interplay, die CD Projekt zum nächsten Schritt brachten. Fergus Urquhart,
damals der Leiter von Interplays Rollenspielabteilung, den Black Isle Studios, wollte, dass sie Baldur's Gate Dark Alliance in Polen vertrieben. Aber Dark Alliance war ein Konsolenspiel und in Polen gab es kaum Spielkonsolen, ganz im Gegensatz zu PCs. Also schlug Fergus vor, sie sollten es selbst auf den PC konvertieren. Mit ihrem typischen Unternehmergeist willigten Marcin und Mikal ein. Sie schmuggelten ein PlayStation 2 Entwicklerkit von Interplays Büro in London nach Warschau und nahmen die Aufgabe in Angriff. Mikal und Marcin waren zwischenzeitlich zwei erfolgreiche Geschäftsleute, aber weiterhin keine Programmierer und ganz Polen war nicht gerade für die grandiosen Spieleentwickler berühmt. Der einzige freie polnische Programmierer, von dem es jemals ein Spiel in den Westen geschafft hatte, war Sebastian Zieliński. Er hatte 1996 auf dem Amiga Project Intercalaris und 1999 das Wolfenstein 3D Rip-Off Mortire für den PC geschrieben. Marcin und Mikal warben Sebastian an, um auf Basis seiner Calaris Engine Dark Alliance zu realisieren. Da Sebastian aus dem 130 Kilometer südlich von Warschau gelegenen Lodz kam, mieteten sie dort zwei Büroräume an und tauften das Studio CD Projekt Red. Rot war die Wappenfarbe der Stadt Lodz. Als damalige Textilproduktionshochburg Polens wurde das erste Firmenlogo entsprechend eine rote Fabrikanlage. Die beiden Gründer stellten Programmierer Sebastian Zieliński, drei Designer zur Seite und die Arbeit an Dark Alliance für den PC begann. Dann trat jedoch ein unvorhergesehenes Problem auf. 6 Monate nach Entwicklungsbeginn steuerte Interplay auf den Konkurs zu, wurde von Titus aufgekauft und CD Projekt verlor den Baldur's Gate Dark Alliance Auftrag. Das CD Projekt Red Team brainstormte, was sie aus dem angefangenen Spiel machen könnten. Der damalige Projektleiter Richard Schonowski, der für CD Projekt bereits in verschiedenen Ländern an polnischen Rollenspielübersetzungen gearbeitet hatte, schlug vor, stattdessen ein bekanntes Games Shop-Universum wie Necromunda oder Mordheim zu lizenzieren. Kurz zuvor, Anfang 2002, startete in Polen mit IDEA ein neuer Mobilfunkanbieter, der ein The Witcher Pen-and-Paper-Rollenspiel per SMS anbot. Wie in alten Text-Adventures schickte der Spieler ein Kommando per SMS ab und bekam die Beschreibung der Ereignisse zurück. Das erinnerte das Team an Andrzej Sapkowskis Witcher-Romane, die nicht nur Marcin und Mikal zu ihrer Schulzeit geliebt hatten. The Witcher drehte sich um eine gleichnamige kleine Gruppe von Menschen, die durch einen häufig tödlichen Mutagentrank anhaltende übernatürliche Kräfte erhalten hatten. Obwohl die Witcher mit Stahl und Silberschwert die menschlichen und übernatürlichen Monster der Welt jagten, wurden sie wegen ihrer Art von den meisten Leuten als Mutanten bezeichnet und gehasst. CD Projekt war jedoch nicht die erste Firma, die auf die Idee eines Witcher-Computerspiels kam. Das ebenfalls in Warschau ansässige Metropolis Software House hatte sich bereits 1997 die Rechte für ein Witcher-Computerspiel gesichert, was dort durch Katharsis-Programmierer Pavel Smiller realisiert werden sollte. Das relativ kleine Studio wurde jedoch kurz nach Projektstart vom deutschen Topware Interactive für die Produktion von RoboRumble und Gorky 17 engagiert, weshalb sie Ressourcen von Witcher abzogen und auf diese Spiele verlagerten. Das vereinfachte für Mikal die Verhandlungen über die Witcher-Lizenz. Mikal heuerte in Warschau die beiden Schriftsteller Jacek Komuda und Maciej Jurowicz an, um die Geschichte fürs Spiel zu schreiben. Das Duo hatte bereits zahlreiche polnische Fantasy-Bücher und das Wild Fields Pen-and-Paper-Rollenspiel geschrieben. Nun verfassten sie die Geschichte eines neuen Hexers, der sich parallel zu Andrzej Sapkowskis Witcher-Saga erhob. Die Entscheidung, nicht direkt Geralt als Spielfigur zu benutzen, lag unter anderem darin begründet, dass es 2002 ebenso eine äußerst miese polnische Fernsehserie mit Geralt als Hauptfigur gab. So entstand durch das CD Projekt Red Team in Lodz ein Spiel, bei dem sich der Spieler einen individuellen männlichen oder sogar weiblichen Witcher erstellen konnte, der in Kaer Morhen trainiert hatte. Diese 2002 entwickelte Version brachte es auf 4 Level. Die von einem Schlachtfeld über einen Dungeon bis zur Burg des Ordens der Flammenrose reichten. Die Welleneffekte in Pfützen und Wasserbecken erinnerten immer noch an den Dark Alliance Ursprung. Das Spiel hatte jedoch 3 große Probleme. Zum ersten war die Calaris Engine für First-Person-Shooter konzipiert gewesen und zeigte das Geschehen nun einfach aus der Third-Person-Perspektive.
Dieses System machte es extrem zeitaufwendig, Level zu texturieren, wovon das Spiel Unmengen bekommen sollte. Zum Zweiten hatten sowohl Programmierer Sebastian als auch die Designer und Schreiber unterschiedliche Vorstellungen über das eigentliche Ziel des Spiels. Sebastian wollte einen kurzen, knackigen Action-Titel und die anderen ein voll ausgebautes Rollenspiel, was den Romanen gerecht wurde. Zu guter Letzt war die Qualität des Spiels selbst nicht sonderlich hoch. Es bewegte sich mehr auf dem Niveau einer Zeitschriftenbeilage als eines Spiels, für das jemand einen Vollpreis zahlen würde. Also beschlossen Marcin und Mikal, im Mai 2003 das Team zu sich nach Warschau zu holen und neu anzufangen. Die vier Grafiker und Designer waren damit einverstanden. Programmierer Sebastian Zielinski jedoch nicht. Er versuchte CD Projekt, seine Engine für 250.000 Zloty, umgerechnet ca. 60.000 Euro, zu verkaufen und blieb zurück. Statt The Witcher programmierte er daraufhin Wolfschanze 1944 und gründete seine eigene Firma, die Kalaris Studios, welche bis heute zahlreiche Shooter und andere 3D-Action-Spiele herausgebracht haben. Der Neustart stellte Game-Designer Richard Schornowski unmittelbar vor ein Problem. Sie brauchten eine neue Engine. Kostenfreie Engines gab es damals nicht und bekannte Engines wie Liztek, Unreal oder CryEngine sollten 300.000 Dollar kosten, was ihrem gesamten Budget gleichkam. Richard, der ein Jahr zuvor noch in Kanada bei BioWare Neverwinter Nights übersetzt hatte, privat ein Rollenspiel-Fan war und deshalb selbst schon einige Neverwinter Nights Module gebaut hatte, kam daher auf die Idee, den Prototypen zunächst mit dem Aurora Toolset zu bauen. Chef Marcin redete mit den BioWare-Doktoren und die genehmigten ihnen die Benutzung ihrer Aurora-Engine für lächerliche 10.000 Dollar. Wobei CD Projekt dafür auch lediglich den Source-Code eines sehr offenen Spiels erhielt, das schon seit einem Jahr auf dem Markt war. Marcin heuerte im Juli außerdem Mikal Iwanicki als neuen Programmierer an, der den Grafikrenderer von NVN gegen einen selbstgeschriebenen mit Bumpmapping und neuen Features ersetzte. Auf diese Weise bekam The Witcher innerhalb von nur 9 Monaten bereits ein vorzeigbares Erscheinungsbild. Das mittlerweile 15-köpfige Team überlegte sich außerdem ein Summoner-ähnliches Kampfsystem, bei dem der Spieler Angriffe aneinander reihen musste, um den Schaden zu steigern. Richard bat seinen Fechtlehrer in einem der ersten polnischen Motion-Capture-Studios für die Kampfanimation parade zu stehen und CD Projekt Red's E3 2004-Demo war fertig. Selbstverständlich konnte sich das Team dort keinen eigenen Stand leisten, aber auch dafür griff ihnen BioWare unter die Arme. An deren Stand lief The Witcher neben Jade Empire, beeindruckte unzählige Schaulustige und vor allem auch Publisher Atari. Was das Spiel an dem Punkt unbedingt brauchte, war eine bestechende Story, weshalb die Überlegung aufkam, Geralt statt einem generischen Charakter zur Hauptfigur zu machen, wodurch die Geschichte sich von einer parallel zu den Büchern verlaufenden zu 6 Jahre danach verlagerte. Da Geralt das Spiel jedoch ohne Fähigkeiten beginnen musste, entstand das Konzept einer Amnesie. Das erklärte handlungsmäßig außerdem, warum er nicht Yennefer und Ciri hinterherjagte, wie er es in den Büchern tat. Romanautor Andrzej Sapkowski hatte mit der Geschichte weiterhin nichts zu tun. Nach dem Misserfolg von Metropolis Witcher Spiel rechnete er schlichtweg nicht damit, dass ein gutes Computerspiel entstehen würde. Die Fans der Romane beäugten das Spiel aber umso kritischer. Änderungen, die CD Projekt Red gegenüber den Romanen einbaute, wie zum Beispiel, dass Triss Merigold keine Narbe hatte, gefiel vielen nicht. Doch The Witcher war damals außerhalb von Polen ein unbekanntes Produkt und das Team wollte es zu einer anerkannten Marke machen, weshalb die weibliche Hauptfigur sexuell attraktiv erscheinen musste. Auch einige andere Figuren veränderten sich, oftmals durch Verlagerung des Zeitrahmens. Jacek und Majesz hatten für ihre Geschichte Professor Kalkstein benutzt und das Team ihn bereits als Model realisiert, als die Story verschoben wurde. Da Kalkstein in den Büchern gestorben war, verwandelte sich sein Model im Spiel in einen Dieb mit Brille. Von da an wuchs das Team von E3 zu E3 weiter bis auf 60 Leute an und erschuf für jede Messe eine coole Location nach der anderen. Eine Burg auf einem Deich oder ein optisch gänzlich unterschiedliches Visimar. Sie hatten keine konkrete Reihenfolge. Da die ursprünglich geplante Story nicht mehr richtig passte, bestimmte das QA-Team durch ihr Feedback hauptsächlich den Ablauf des Spiels.
9 Monate nach dem immer wieder aufgeschobenen und mittlerweile für Oktober 2007 geplanten Erscheinungstermin war erst die Hälfte der Locations und Nichtspielercharaktere fertig. Also kürzten sie die Handlung weiter zusammen und verlagerten Orte. Das Kloster des Ordens, in dem das Spiel letztlich endete, war in Wahrheit ein abgetrennter Raum von Foltest Burg, in die der Spieler hätte gehen können, wenn die Verbindungstür nicht verschlossen gewesen wäre. Als The Witcher letztlich erschien, hat es 20 Millionen Slotty verschlungen, was ungefähr 5,5 Millionen Euro entsprach und für ein 90-stündiges Action-RPG verhältnismäßig wenig war. Trotz zahlreicher Bugs der Release-Version wurde The Witcher augenblicklich zum bis dahin größten polnischen Videospiel und verkaufte allein in den ersten 3 Tagen 35.000 Exemplare. Auch die internationale Presse lobte es mit einem Metacritic-Rating von 81 Punkten. GameSpot, GameSpy und IGN kürten es sogar zum besten Rollenspiel des Jahres. Und es kam in die Liste der 1001 Spiele, die man vor seinem Tod gespielt haben sollte. CD Projekt investierte später eine weitere Million, um die Bugs zu beseitigen, es mit zusätzlichen Animationen zu versehen, Dialoge auszubauen und vieles mehr. Das Ergebnis erschien 2008 als Enhanced Edition und verkaufte sich bis Dezember 2008 300.000 Mal. Im selben Jahr kehrte CD Projekt zu seinen Ursprüngen zurück. Mikal und Marcin erweiterten ihren polnischen Handel um eine digitale Download-Plattform für Retro-Spiele. Good Old Games sollte im Gegensatz zu Valve Steam den Spielern das Gefühl geben, ihre Spiele zu besitzen. Die Idee war, was auch immer der Kunde kaufte, gehörte ihm. Kein Digital Rights Management, keine Bindung an einen Online-Zugang. Wie früher bei den Spielen in fetten Verpackungen, kaufte der Spieler etwas und konnte es aufbewahren, wo er wollte und spielen, wann er wollte. Viele Rechteinhaber äußerten ihre Bedenken, weil ihnen die Firewall zwischen den guten Gamern und den bösen Dieben fehlte. Aber die Gaming-Community nahm Good Old Games jubelnd in Empfang. Vor allem, weil Marcin und Mikal alte Retro-Spiele neu auflegten, also sie ihr Programmiererteam die alten Spiele so überarbeiten ließen, dass sie auf aktuellen Rechnern mit gängigen Betriebssystemen liefen. Kein wirklich einfaches Unterfangen. Häufig mussten sie erstmal den aktuellen Rechteinhaber ausfindig machen, was bei Schätzen wie Simon the Sorcerer zu einer echten Tortur wurde. Andere Male gestanden ehemalige Programmierer ein, dass der Source Code beim Untergang der Firma schlichtweg verloren gegangen sei, wie im Falle von Icewind Dale 2. Die mittlerweile zu GOG.com umfirmierte Vertriebsplattform hat heute über 2000 Titel im Angebot, die ihr wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch problemlos spielen könnt. Mit nun besseren finanziellen Hintergrund expandierte CD Projekt. Sie kauften Anfang 2008 Metropolis Software, die das erste Witcher-Spiel produzieren wollten und mittlerweile zur zweitgrößten polnischen Spieleschmiede angewachsen waren. Metropolis Software hatte zu dem Zeitpunkt einen Mystery-First-Person-Shooter namens They in Planung, der in der nahen Zukunft auf einer vom Krieg zerstörten Erde spielen sollte. Genau wie The Witcher sollte They die besten Charakteristiken eines Actionspiels mit tiefschürfender Story und stundenlangem Gameplay verbinden. The Witcher Publisher Atari machte Mikal und Marcin währenddessen klar, dass der nächste logische Schritt eine Portierung ihres Spiels auf PlayStation 3 und Xbox 360 wäre. Atari schoss CD Projekt dafür die Entwicklungskosten vor. Da ihnen jedoch die Kenntnisse und Technologie fehlte, beauftragte das Duo Widescreen Games in Lyon, Frankreich. Widescreen Games sollte The Witcher Rise of the White Wolf mit deren Da Vinci Engine rekonstruieren und mit einer veränderten Steuerung, die das CD Projekt Red Team diktierte, versehen. Adam Badowski, einer der ersten Mitarbeiter des LOTS Studios, der mittlerweile zum Game Director für Witcher 2 aufgestiegen war, verbrachte 6 Monate in Lyon, um die Erstellung eines Prototypen mit Widescreen Games zu koordinieren. Nach Fertigstellung dieser Demo ließ die Qualität des Spiels aus Adams Sicht jedoch stark nach. Widescreen Games schienen sich lediglich um das Erreichen festgelegter Meilensteine zu kümmern, damit sie den nächsten Scheck einstreichen könnten. Was in Frankreich Kosten erzeugte, die selbst CD Projekts eigene Personalkosten überstiegen. Deshalb informierte Marcin Ataris Phil Harrison, dass sie das Projekt einstellen würden. Phil setzte sich mit den beiden Parteien an einen Tisch, hörte sich die unterschiedlichen Seiten an und erkannte, dass es keinen Kompromiss geben würde. Bedauerlicherweise bedeutete das aber,
dass CD Projekt Atari das Geld zurückzahlen musste, was sie vorgeschossen bekommen und an Widescreen Games weitergeleitet hatten. Infolgedessen flog Marcin nach New York und verhandelte dort mit dem Atari-Vorstand über eine Lösung. Atari bekam letztlich die Vertriebsrechte für The Witcher 2 zugesprochen, deren Produktion gerade erst angelaufen war. Am Rande des finanziellen Ruins mussten Mikal und Marcin obendrein private Kredite aufnehmen, um ihre Firma am Leben zu halten und leider auch They einstellen. The Witcher 2 wurde zum einzigen Projekt, das die Firma rehabilitieren musste. Die Enhanced Edition von The Witcher 1 basierte gänzlich auf dem Feedback der Spieler. Somit wusste das Entwicklerteam nun auch, was sie für den zweiten Teil anstreben mussten. Obwohl BioWare's Aurora Engine ebenfalls für Rollenspiele gemacht war, benötigte das CD Projekt Red Team gänzlich andere Features und kam zu dem Schluss, dass sie dafür ihre eigene Technologie erschaffen müssten. Während das Designer-Team sich um die Verbesserungen vom ersten Spiel kümmerte, verbrachte das Programmierer-Team gut ein Jahr damit, die Grundlagen ihrer eigenen neuen Red Engine zu programmieren. Sie schufen ebenso erste Tools, mit denen die Designer ihren Ideen freien Lauf lassen konnten. Damit war die Red Engine selbstverständlich nicht fertig. Sie gedieh weiter parallel zum gesamten Designprozess von Witcher 2. Die gewünschten Verbesserungen betrafen nicht nur das komplett umgekrempelte Kampfsystem des Spiels, sondern die gesamte Fantasy-Welt. The Witcher 1 hatte 80 bis 90 Stunden Gameplay, die mit unzähligen FedEx-Quests und nur sehr wenigen unterschiedlichen NSCs bestückt waren. Spieler sahen optisch gleiche Personen in anderen Rollen im Spielverlauf wieder. Zudem war die Geschichte sehr linear. Witcher 2 sollte weniger begrenzt und wiederholbar wirken. Die gesamte Welt sollte Veränderungen durchmachen können. Womit nicht die ebenfalls natürlichen Tag- und Nachtzyklen gemeint waren, sondern der tatsächliche Zustand der Welt. The Witcher 2 sollte sich aus drei Akten zusammensetzen. Akt 1 umfasste unzählige besondere Momente, die für den Spieler nicht offensichtlich waren, aber viele kleine Entscheidungen für das kommende Kapitel definierten. Akt 2 unterschied sich dann in der Handlung gänzlich, je nachdem, ob der Spieler sich auf die Seite von Eorwes oder Vernon Roche geschlagen hatte. Und Akt 3 war das Ergebnis der Konsequenzen, woraus sich 16 verschiedene Stadien der Welt ergaben und ebenso viele Enden, etwas, das BioWare's Aurora Engine nicht meistern konnte. Die gewählten Begleiter waren ebenfalls nicht mit den BioWare-Party-Mitgliedern vergleichbar. Sie wurden nicht vom Spieler kontrolliert und ausgebaut. Stattdessen führten sie ein Eigenleben und ihre Anwesenheit bei Quests erzeugte kleine Einwürfe oder große Taten. Natürlich schlossen Charakterreaktionen ebenso Mass Effects typische Reaktionen auf Ereignisse aus dem Vorgängerspiel ein. Generell sollte The Witcher 2 Königsmörder dabei filmähnlicher werden und Charaktere nicht nur starr an Punkte binden. Der erste Teil machte vieles prozedural, was vor allem die Kameraführung bei Gesprächen betraf. Für Witcher 2 sollten die Designer bei Gesprächen selbst die Kameraperspektiven und Gesten der Charaktere definieren können. Außerdem erhielt Witcher 2 ein modulares Charaktersystem, das den Designern den Zusammenbau von Spielfiguren aus unterschiedlichen Körperteilen und Kleidungsstücken, also Armen, Köpfen, Hüten und so weiter ermöglichte. Allein von den Köpfen gab es über 100 verschiedene. Die Red Engine generierte für Dörfer und Straßen von selbst zufällige Passanten aus diesem Set, sowohl in puncto Farbe als auch Kleidung und Gestalt. Zu guter Letzt war die Aurora Engine gänzlich für den PC konzipiert gewesen, etwas, das CD Projekt nach dem Widescreen Games Debakel klar ändern musste. Auch wenn The Witcher 2 erst ein Jahr nach dem PC-Release für Xbox 360 erschien, hatten die Programmierer den Gedanken von Anfang an im Hinterkopf und konstruierten die Red Engine bereits dafür. Selbstverständlich programmierten sie nicht alles gänzlich neu. Wenn es Middleware gab, wie zum Beispiel die Havoc Engine für Spielphysik oder Scaleform Graphics für das Benutzerinterface, dann kaufte CD Projekt die Technologie und integrierte sie genau wie es die Unreal oder Source Engine taten. Die Ereignisse von Witcher 2 Königsmörder knüpften direkt an das Ende des ersten Spiels an. Der Spieler erlebte direkt die Folgen seines Handelns aus Teil 1. Was Geralt als den Mörder von König Foltest im Kerker erwachen ließ. Bei seiner Flucht daraus wurde Geralt von Vernon Roche unterstützt, traf erneut auf seine alten Freunde Triss, Rittersporn sowie Soltan und stolperte in den Weg des Goyatel-Anführers Eorwes,
der Geralt zum wahren Königsmörder Leto führte. Generell wuchs das Ausmaß der Ereignisse. Der Geschichtsumfang war so, als ob CD Projekt aus der Witcher 1 Karte herausgezoomt hätte und plötzlich eine größere Karte mit ganzen Ländern und nicht nur kleinen Landstrichen abbildete. Erneut schrieben sie keinen Roman nach, sondern griffen auf Andrzej Sapkowskis Erzählung als eine Art Enzyklopädie zurück. Die Story funktionierte sowohl für Fans der Bücher als auch Spieler, die sie nie gelesen hatten oder das erste Spiel verschmäht hatten. The Witcher 2 Königsmörder wurde mit 60 Stunden Spielzeit etwas kürzer, aber dafür deutlich handlungsintensiver, abwechslungsreicher und bekam einen hohen Wiederspielwert. Das gut 100-Mann-Team arbeitete 3 Jahre an dem Spiel und verbrauchte dabei mehr als 7 Millionen Euro. Als es am 17. Mai 2011 erschien, überhäuften die Magazine es erneut mit Spiel des Jahres-Auszeichnung und Bewertungen von durchschnittlich 88%. CD Projekt Red verkaufte innerhalb der ersten 3 Monate bereits 1,1 Millionen Exemplare für den PC. Als erstes neues Spiel bot CD Projekt The Witcher 2 außerdem über Good Old Games an und verkaufte darüber 40.000 Exemplare des Spiels. Obwohl es DRM-frei war, beschäftigten sich die Entwickler mit der Erfassung illegaler Kopien und zählten über 4,5 Millionen Exemplare. Die legalen Kopien überstiegen mit dem Xbox 360 Release ein Jahr später 2 Millionen. Die Witcher-Reihe entwickelte sich langsam aber sicher zu einem Verkaufsschlager. Nach 3 Jahren erreichten die Verkäufe der ersten beiden Teile zusammen mehr als 8 Millionen Verkäufe. Im Sommer 2011, ein paar Wochen nach dem Königsmörder-Release, rief der mittlerweile zum Studioleiter aufgestiegene Adam Bardowski den leitenden Questdesigner Konrad Tomaszkiewicz in sein Büro und machte ihn zum Game Director von The Witcher 3. Er bekam freie Hand beim Design und die Vorgabe, The Witcher 3 zu einem Open-World-RPG zu machen. Dieser Schritt war dem CD Projekt Red Team bei Teil 2 noch nicht möglich gewesen, weil die Red Engine damals in der Entstehungsphase war. 2011 hatte sich das geändert. Die Red Engine funktionierte und beinhaltete bereits ein Streaming-System für nahtlose Übergänge. Nur ging es bis dahin nicht problemlos von offenen Feldern zu stark bevölkerten Großstädten über. Zudem hatten Sony und Microsoft aufregende neue Konsolen angekündigt, deren Dev-Kits aber auch noch in weiter Ferne waren. Das mittlerweile 150-köpfige Team stand somit vor neuen Herausforderungen. Das Ziel der Schreiber wurde es, die Handlung einer kaputten Familie zu verfassen. Yennefer und Ciri, welche die Entwickler aus den ersten beiden Witcher-Teilen herausgehalten hatten, liebten Geralt untereinander, waren jedoch äußerst ungewöhnliche Mutter- und Tochterfiguren. Sie sollten die Grundpfeiler einer epischen Geschichte werden, die gemeinsam gegen den übermächtigen, alles einfrierenden Feind der wilden Jagd kämpfen. Ein Plot, der sich im Verlauf der Produktion stark wandelte. Denn das von Marcin Blatscher geführte Geschichtsteam hatte ursprünglich vorgesehen, dass Geralt sich der wilden Jagd anschloss, um etwas für Ciri zu beschaffen. Außerdem sollte Yennefer Geralt auf der Isle of Trials von Skellige einsperren, weil sie andere Ziele verfolgte. Bei der Flucht hätte der Spieler die Wahl zwischen den Prüfungen der Insel oder dem Kampf gegen Nidhogg, eine Kreatur aus der nordischen Mythologie, gehabt. Aber die gesamte Insel schaffte es nicht ins Spiel, denn letztlich gab es zu viele komplizierte Subplots und verwirrende Charaktere. Wie bei jeder Spielentwicklung plante das Team deutlich mehr Features, als zeitlich zu realisieren möglich waren. The Witcher 3 wurde ein gigantisch großes Spiel. Seine Open World war 30 Mal größer als Witcher 2 und der Spieler konnte sie zu Fuß, auf dem Pferd und per Schiff erkunden. Verschiedene Minispielchen wie ein Trinkspiel, bei dem der Spieler einen Alkoholpegel nicht überschreiten durfte, während er den Gegner unterm Tisch trank, ein Messerwerfen-Wettbewerb und sogar ein Schlittschuhfahren wie in Sapkowskis 4. Witcher-Roman waren angedacht. Aber letztlich schaffte es nur das extrem unterhaltsame Gwent-Kartenspiel ins fertige Produkt. Ebenso wollte Konrad die Witcher-Sinne ins Kampfsystem integrieren, wodurch der Prototyp eines Fallout-Wets-ähnlichen Systems entstand. Dieses verlangsamte das Spielgeschehen mit einer Art Röntgenansicht und zeigte dem Spieler lebenswichtige Punkte für Angriffe. Doch es stellte sich als technisch zu kompliziert zu realisieren heraus. Was blieb, war der 6. Sinn des Hexers, der die Welt grau verfärbte und ihn in farblich hervorgehobener Form Düfte verfolgen und Questobjekte sehen ließ.
Dennoch bekam Witcher 3 ein äußerst gelungenes Kampfsystem, für das sich Konrad an From Software's Dark Souls und Demon's Souls orientierte. Das Nahkampfsystem unterschied zwischen leichten sowie schweren Angriffen, zudem konnte Geralt extrem leichte Fernangriffattacken mit seiner Armbrust ausführen und magische Angriffe sowie Schutzschilde durch Zeichen wirken. Wie für Hexer üblich, zog Geralt bei einem nahenden Kampf automatisch das richtige Schwert, je nachdem, ob sich menschliche oder übernatürliche Feinde näherten. Und selbstverständlich durfte der Spieler seine gesamte Ausrüstung durch ein umfassendes Herstellungssystem von Hand anfertigen. Das herausragendste Feature des dritten Witcher-Spiels im Gegensatz zu sämtlichen Konkurrenzprodukten und allem, was die Spielwelt bis dahin gesehen hatte, war jedoch das Cinematic-Dialogsystem. Die über 35 Stunden Dialoge waren von den 2,5 Stunden Zwischensequenzen für den Spieler nicht zu unterscheiden. Sämtliche Unterhaltungen der kleinsten Nebenquests waren äußerst gut in Szene gesetzt, wie es nie zuvor ein Rollenspiel geschafft hatte. Was bei derart hoher Stundenanzahl eine Armee von Animationskünstlern benötigt hätte, war tatsächlich die Kombination von Standard-Motion-Capture-Animation mit einem bausteinartigen Dialogsystem. Die Charaktere erzählten nicht einfach, was sie erlebt hatten, sondern zeigten es eindrucksvoll und bauten so emotionale Bindungen zum Zuschauer auf. Das erforderte über 500 Synchronsprecher für die über 950 Sprechrollen und 15 verschiedenen Übersetzungen des Spiels. Im Oktober 2014, als das Spiel 3 Monate vor seinem geplanten Release stand, wurde das Open-World-Streaming-System der neuen Red Engine 3 letztlich erst fertig und die Entwickler konnten ihre Welt zum ersten Mal als Ganzes sehen. Beim ersten Durchspielen merkten sie, wie leer sich ihre schöne neue Welt anfühlte, wodurch das Ausrufezeichensystem für Quests geboren wurde, welches den Spieler auf interessante Punkte in der Umgebung hinwies. Ein weiteres Problem war die Möglichkeit des Spielers, jederzeit von Ort zu Ort reisen zu können, wodurch viele Tester die Welt gar nicht richtig wahrnahmen, weshalb das Team ein neues Reisesystem erfand, was auf Basis von Wegweisern in Dörfern funktionierte. Der Spieler musste erst an einen solchen Punkt gelangen, um an einen weit entfernten schnell reisen zu können. Um all das zu integrieren und testen zu können, verschob Adam den Release auf Februar 2015. In dem Monat war The Witcher 3 spielerisch dann in Ordnung, hatte aber noch über 5000 Bugs. Von denen wollte das Team zumindest 2.000 oder 3.000 fixen, weshalb The Witcher 3 erneut verschoben wurde und erst am 19. Mai 2015 erschien. Bis zu dem Zeitpunkt war das Entwicklerteam mittlerweile auf 250 Mitarbeiter angewachsen und hatte 81 Millionen Dollar verbraucht, die CD Projekt aus eigener Tasche bezahlte. Erneut ein kostenspieliges und riskantes Vorhaben, das sich aber bereits 6 Wochen nach Erscheinen bezahlt machte. In dem Moment hatte The Witcher 3 Wilde Jagd bereits mehr als 6 Millionen Exemplare verkauft und CD Projekt einen Gewinn von 62,5 Millionen eingebracht, womit sie sogar die Verkaufszahlen von Dragon Age Inquisition ihres ehemaligen Ziehvaters übertrumpften. Die Verkäufe der gesamten Spielreihe stiegen infolge des Releases bis Ende 2017 auf 33 Millionen Exemplare. Natürlich angetrieben von den überwältigenden Reviews, die durchschnittlich bei 93% lagen. CD Projekt zeigte erneut, dass sich ausgereifte Singleplayer-Spiele äußerst gut verkauften, selbst ohne Digital Rights Management. Sie avancierten zu Liebling der Fans, indem sie nach Spielveröffentlichung kostenlos 16 zusätzliche DLCs veröffentlichten und 2 Erweiterungssets nachlieferten, die Geralt in den endgültigen Ruhestand schickten. In den Ruhestand ging zu dem Zeitpunkt auch Firmenmitgründer Michal Kiesinski. Er hatte durch die Finanzkrisen der Vorjahre bereits seit langem mit Stress und Depression zu kämpfen, was sich mittlerweile in starken gesundheitlichen Problemen äußerte. Michal zog sich aus der Spielentwicklung zurück und wandte sich dem Buddhismus, Meditation und der Genesung seines Körpers zu, was ihm mit einem laut Forbes geschätzten Vermögen von 153 Millionen Euro vermutlich nicht schwer fiel. The Witcher 1 und 2 hatten Würfelpoker-Minispiele, die grundlegend Pokerregeln folgten, nur Karten gegen Würfel ersetzten. Für Geralds drittes Abenteuer schwebte dem CD Projekt Red Team etwas Neues vor. Doch der Zeitdruck des Hauptspiels hielt sie wie üblich davon ab, neue Ideen auszutesten,
So begab es sich, dass Studioleiter Adam Badowski an einem Freitagabend verkündete, am darauffolgenden Montag die Entscheidung über das Minispiel zu treffen, deren Auswahl bis dahin ein Trinkspiel und Messerwerfen waren. Damien Monnier, einem der Game Designer, gefielen diese Ideen nicht. Also setzte er sich mit Kollege Rafael Yaki zusammen und baute in 48 Stunden den Prototypen eines Kartenspiels. Es sollte schlichtweg Spaß machen und keine Spielkarte durfte so kompliziert werden, dass man sie nicht auf Anhieb verstand. Das Ergebnis am angekündigten Montag war Gwent. Da das Witcher-Team weiterhin keine Ressourcen frei hatte, verwandelte Damien das echte Kartenspiel mit Unterstützung von Grafikern der Marketingabteilung in ein virtuelles und es fand seinen Platz in Witcher 3. Als Geralts drittes Abenteuer erschien, wurde CD Projekt Red mit tausenden Fanmails überschüttet, die sich darum drehten, aus Gwent ein eigenständiges Kartenspiel zu machen. Da CD Projekt die Firmenpolitik verfolgte, jede Mail zu beantworten, wurde es Damien eines Tages zu viel. Er zeigte Adam die Mailflut und wurde zum neuen leitenden Designer von Gwent The Witcher Card Game ernannt. Einer Online-Mehrspieler-Version des ursprünglichen Einzelspieler-Kartenspiels, mit den gleichen Decks, jedoch gänzlich anderen Kartenfunktionen und Regeln. Gwent entstand in der kostengünstigen Allround-Engine Unity und nicht CD Projekts üblicher Eigenkonstruktion. Wie Blizzards Hearthstone oder Bethesda The Elder Scrolls Legends sollte es Free-to-Play sein, mit der Möglichkeit zu gleichermaßen fairen Bedingungen Kartenfässer für Euros zu kaufen. Neben einem Tutorial, was dem Spieler die Grundregeln näher bringen sollte, plante Damien eine Einzelspielerkampagne, in welcher der Spieler sein Basisdeck um neue Karten erweitern konnte, bevor er gegen geübtere Spieler antrat. Auf diese Weise kamen der leitende Schreiber und der leitende Questdesigner von Witcher 3 mit an Bord und zusammen schufen sie eine Puzzle-Quest-Reihe mit der typischen Witcher-Geschichte. Nur dieses Mal mit 2D-Zwischensequenzen und einer ebenso platten Karte, statt der bisherigen 3D-Welt. Gwent The Witcher Card Game ist nach zweijähriger Beta-Phase im Oktober 2018 erschienen. Die 10-stündige Kampagne bekam neue Möglichkeiten, interaktive Objekte auf der Karte zu erkunden und wuchs auf stolze 30 Stunden an, bis Adam beschloss, daraus ein neues Witcher-Rollenspiel zu machen. Es ist als Thronebreaker The Witcher Tales bei CD Projekt Red in Produktion und soll parallel zum kostenlosen Gwent Online-Spiel ein Vollpreisspiel werden. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Witcher 2 im Mai 2012 überraschte Marcin Iwinski mit der Ankündigung seines nächsten Traumprojekts, einem Cyberpunk-Rollenspiel. Statt das wohl berühmteste Cyberpunk-Regelwerk Shadowrun zu lizenzieren, kaufte CD Projekt dafür 2012 das in den 90ern entstandene und von den meisten vergessene Cyberpunk-Regelwerk und stellte dessen Erfinder Mike Pondsmith als Designer für ihr Videospiel ein. Das zu dem Zeitpunkt noch 50-köpfige Black Team produzierte in der Pre-Production einen Teaser, um auszutesten, ob überhaupt eine genügend große Käuferschicht bestehen würde. Der Jubel war überwältigend. Und so ging Cyberpunk 2077 unter Leitung von Richard Bozimowski parallel zu Witcher 3 in Produktion. Statt der offiziellen Cyberpunk Third Edition zu folgen, die als schwarzes Schaf galt und 2006 zum vorzeitigen Ende des Regelwerks führte, benutzte das Black Team das Cyberpunk 2020 Regelwerk als Basis und schuf damit eine weiterentwickelte 2077 Version. Anstatt weiter in die Breite zu wachsen, wie es die Witcher-Reihe von Spiel zu Spiel tat, konzentrierte sich das Black Team auf eine Stadt. Night City im fiktiven Nordkalifornien von 2077 und wuchs in die Höhe. Mit Mega-Buildings, die am besten mit Red's Mega City One zu vergleichen sind, in sich geschlossene Ökosysteme bilden und Witcher 3's Novigrad gleichkommen. In einem dieser Gebäude lebt V, eine vom Spieler frei definierbare männliche oder weibliche Spielfigur, die keiner strikten Klasse folgt. Ähnlich wie Bethesda in den späteren Elder Scrolls-Spielen legt CD Projekt Red ein Playstyle-System zugrunde, bei dem sich der Spieler durch seine Spielweise in die Richtung des klassischen Cyberpunk-Netrunners, Techies oder Solos entwickelt.
Begleitet wird er dabei von Jackie Wells, einem Straßensamurai mit genügend Cyberware im Körper, um es mit einer Armee aufnehmen zu können. Derartige Upgrades sind selbstverständlich ebenso der Spielfigur gegönnt, wenn er sich durch Nebenquests genug Street Creds verdient. Cyberpunk macht hier eine klare Unterscheidung zwischen den Erfahrungspunkten der Hauptstory und den Erweiterungen durch Zusatzaufträge. Durch derartige Cyberware kann V an Wänden entlanglaufen, an selbigen abprallende Kugelflugbahnen berechnen oder sich über das Gehirn eines ausgeschalteten Netrunners in Sicherheitssysteme hacken. Statt Geralds alter Plötze fährt V mit Auto oder Motorrad durch die Straßen von Night City und trägt währenddessen sogar Feuergefechte aus. Der Spieler kann in Cyberpunk 2077 nicht die Welt retten, wie es Geralt immer tat, nur sich selbst. CD Projekt Reds größtes Problem bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077 sind die fehlenden Mitarbeiter. Um das Spiel neben Witcher 3 entwickeln zu können, suchten sie bereits seit 2012 ununterbrochen neue Programmierer und Designer. Die Firma wuchs von 2014 auf 2015 von 300 auf 400 Leute an und erreichte in diesem Jahr mit 800 Mitarbeitern das Doppelte. Sie sind mittlerweile dazu übergegangen, neue Studios wie beispielsweise Strange New Things in Breslau zu kaufen, um die Mammutaufgabe bewältigen zu können. Auf der E3 im Juni 2018 zeigte CD Projekt Red zum ersten Mal hinter verschlossenen Türen eine Pre-Alpha-Demo des Spiels. Nachdem das Spiel nun endlich im Alpha-Stadium angekommen und somit zumindest die Hauptstory durchspielbar ist, kam im August 2018 auch die Öffentlichkeit in Genuss dieses Anblicks. Seitdem nimmt CD Projekt offiziell Feedback und Verbesserungsvorschläge entgegen. Bis zum Feature-Stopp, der Beta-Version oder sogar der Veröffentlichung ist es somit noch ein weiter Weg. Adam Wadowskis ursprüngliche Schätzung von 2013 sahen ein Cyberpunk 2077 Release bis 2021 vor, womit das Spiel 9 Jahre in der Entwicklung wäre. Wann es tatsächlich erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Ungeachtet dessen hat sich CD Projekt innerhalb der 24-jährigen Existenz zu einem der besten Spieleentwicklungsstudios der Welt gemausert.